Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part im Together EP in diesem Sphere mit dem guten Rakes. Der ist natürlich wieder mit am Start, wie immer. Willkommen Leute. Ich war voll aus dem Wind, Junge. Ja, also dafür habe ich dir doch gerne eine Schelle gegeben, das ist auch kein Ding. Nee, Spaß, sonst hätte ich keinen Arm mehr. Nee, aber ja. Natürlich bin ich auch mit am Start, Alter. So mehr oder weniger wie immer. shit. Ja, gut, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche und das ist halt, dass wir leider technische Schwierigkeiten hatten, aber ich wollte den Part dabei haben, deswegen geht es einfach weiter und so haben wir uns auch ein bisschen Arbeit gespart, was immer eine gute Sache ist, weil es soll ja keine Arbeit sein, es soll ja Spaß machen, es soll ein Hobby sein und ich denke, das ist gegeben, größtenteils. Und ja, jetzt machen wir weiter, wo aufgehört worden ist. Ihr habt halt nur ein bisschen vom Ladebalken verpasst, aber ja, der interessiert sowieso nicht. Also, das heißt Ladebalken, aber dem Ladekreisel da, sage ich mal. Und ja, jetzt verreisen Andy und Judas und anscheinend ist Dangerous Alliance und Freunden, auch wenn der Text am Lügen ist, weil ich bin nicht mit dabei. Deswegen, ja. Lassen wir einfach mal so stehen. Wo soll es eigentlich hingehen? Irgendwas Bestimmtes oder ist egal? Nö, ist egal. Okay. So. Wobei, warte mal. Wo ist unsere Wohnung? Hier ist unsere Wohnung. Wobei, ich muss sowieso zwei machen. Aber ich hatte eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht mit dem Schwimmbad. Falls man das überhaupt so nennen kann. Hier hatte ich immer gute Erfahrungen gemacht mit den Verabredungen. Also vielleicht ja auch hier. Weil das hat bei mir im Privaten immer gut geklappt. Ich weiß nicht, ob wir in der Normani Challenge das überhaupt auch gehabt haben. Keine Ahnung. Die geht auch gefühlt seit 100 Jahren. Ja. Ja. Deswegen keine Ahnung, ob wir das da auch hatten. Aber im Privaten ging es halt immer hier am besten. Deswegen nehmen wir es einfach mal. Und schauen, ob das hier auch der Fall ist. Hoffentlich klappt das gut, weil wäre schon gut, wenn wir jetzt, sage ich mal, schon mal ein bisschen so einen Vorgeschmack haben. Weil später, da müssen wir tatsächlich ein bisschen uns Mühe geben und Vollgas geben beim Bestreben. Das wird noch ein bisschen heftig, je nachdem. Ne? Aber das werdet ihr, also für alle, die es noch nicht wissen, was ich meine, lasst euch überraschen, ihr werdet das alles noch früh genug erfahren. Joa. Du bist noch da, Bruder? Ja. Ah, okay. Also diese technischen Schwierigkeiten manchmal, die sorgen echt für Angstzustände manchmal bei mir. Das ist echt schlimm geworden. Seit wann fingen Ihre Probleme denn an, Mr. Wheel? Seit ich meinen Bruder kennengelernt habe. Nee, wir meinten die Angstzustände. Ach so. EA, ihr habt da noch eine Meldung am Ladescreen vergessen. Bugs, die findet man 24/7. Also das ist auch eine wichtige Meldung, die sollte man den Spielern nicht vorenthalten, finde ich. Und das ist interesting. Ah gut, dass der OG seine OG-Kleidung anhat, das ist sehr, sehr nice. So, so muss das. Dann. Wobei. Wir sollten noch ein bisschen Geld farmen, oder? Das wäre eine gute Sache. Oder eher auf Bestreben gehen, Bruder. Ja, so wie du halt meinst. Okay. Nämlich ein Rumpfmus. Ich weiß auch nicht, wo ein Schrank ist, aber meinst du, ich soll eher, also ich kann ja eher auf Rum gehen, deswegen, warum nicht? Dann, wobei tiefgründig auch ein bisschen Friendship wäre auch gut.
Ja, doch, Romantik ist gut soweit. Wobei, müssen wir noch voll machen wie früher? Das ist nicht mehr gegeben. Ich habe keine Ahnung mehr. Bei Beziehungen so, die sind bei mir eh nur 4 Punkte. Und ja, für Chassis, ja, ihr Leben wegwerfen wollen, für die sind das auch. Deswegen, ja. Natürlich nur Spaß, kann ja jeder selber entscheiden, ob er sein Leben wegwirft in einer Beziehung oder nicht. Ja. Natürlich meine nur meine Faxen. Nicht alles zu eng sehen, das wäre eine gute Sache. Aha, keiner wäre da. Hä, wie, wo, was? Ach so, weil der. Ah, okay, ich weiß warum. Der Schrank ist nicht für alle zugänglich. Stimmt ja. Da war ja was. Und. Paparazzo umnieten oder nicht umnieten? Ja, einfach ignorieren. Okay. Okay. Ach so, das ist sogar hier. Ja, dann machst du das hier auch. Und wobei, ich weiß gar nicht, ob das explizit Flirten gemeint ist oder nicht explizit Flirten gemeint ist. Wobei, es hatte ich nicht dreimal in der Auswahl. Ja, doch, hatte ich nicht dreimal in der Auswahl. Also kann man das? Snob. Ja, wir sollten die töten, dann Spaß. ja, machen wir so, weil was für bei Ängste reden. Der Char sollte keine Ängste haben. Genauso wenig wie der andere Char, also echt Ängste haben. Auch sowas mit Ängste haben. Aha. Toll, dass seine Leiste voll ist. Toll, dass meiner deswegen nichts machen kann gerade. Macht Sinn. So, ja, verdammt, ich will diese Clowns hier nicht drauf haben. Echt, die. Ey, echt. Die wollen doch alle nur Fame abgreifen. Also so wie mein Bruder auch. Nein, Spaß. Verabredung küssen. Shit, hätte ich das mal später gemacht, mit dem Hände küssen, weil das zählt auch. Ah, Kuss tauchen, weil ich Lust habe, körperliche Nähe, im Regen küssen, ist egal. Sure. Ruhe! Auf den billigen Plätzen! Die einzigen, die reden dürfen, sind die Dangerous Alliance Members. Andreas hat sich so mit einem streitlustigen Sim angefreundet. Streitlustige Sims scheuen sich nicht ein wenig gemein zu sein, wenn eine Situation dies erfordert und sind im Allgemeinen wütender. Zumindest wird es nämlich langweilig sein, mit einem streitlustigen Sim abzuhängen. Wird zum Hinblick auf die Sim-Präferenzen sagen, dass Andreas streitlustige Sims mag. Ja, oder? Ja, sind wir eigentlich relativ, ja. Okay. Machen wir so. Hilft uns auch weiter bei dem Vorhaben hier. Wobei, das hier könnten wir eigentlich noch ignorieren, aber wenn wir eh hier das Ding machen und so, das kann man das auch mitnehmen. Und so können wir auch ein bisschen trainieren für später ein Bestreben. Wenn uns das Spiel denn lässt, yay. Yay. Ah gut, ich zeige anscheinend nicht nur, was in Sims 4 möglich ist, sondern auch die vielen verschiedenen Bugs. Das ist auch eine gute Sache. Jetzt ist da noch ein Paparazzi. Sind auch wie Zombies. Immer mehr davon. Und Guards in Gefängnissen. Gibt auch viel zu viel. So, über Interessen rügen. Warte, Spiel. Ah, verdammt, jetzt habe ich nicht drauf. Danke, Spiel. So. Aber ich glaube, das andere hat mir noch besser gefallen. So, okay. Du bist noch am Start, Bruder? Ja. Okay. Das ist gut. Das ist eine gute Sache. Sitzen und mit Verabredung sprechen. Leidenschaftlich küssen. Ja, dann kann man den Scheiß hier eventuell noch abbrechen. Nein, nicht ganz. Schade. Schade, aber hey, das läuft ja richtig gut mit der Zeit. Ja, manchmal geht die auch schneller oben, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht nicht nur das Gefühl, vielleicht auch manchmal verbuggt, wer weiß. Oder das ist vielleicht für gewöhnlich schnell vor. Bowie! So,
Aha. Ja, keine Ahnung, Junge, was du eigentlich da machst hier. Auch wenn das hier ein Schwimmbad ist, aber trotzdem. Da zieh dich mal, Kleiner. So. Reicht schon, dass hier große Parasiten sind, da brauchen wir nicht noch kleine Parasiten. Die haben wir in der Baby-Challenge oft genug. So. Ja. Ja. Kann die jetzt mal herkommen? Ich weiß, die ist ein bisschen älter als Andi, aber. Trotzdem, also so alt ist sie auch noch nicht, also. Müsste man meinen. Los, her jetzt! Sollte sich nicht um die Parasiten da draußen kümmern, sollte sich um Andi kümmern. Los! Okay. Die kann echt froh sein, dass es aktuell egal ist, ob wir den Scheiß da oben erfüllen. Wäre es nicht egal, ja. Muss ich nicht näher ausführen, was dann passieren wird. Oder halt in meinem Kopf, okay, super. Dann Witze erzählen. Joa. Witze Insider und ey, eigentlich, warte mal, ob das auch, ob das, aber eigentlich müsste das auch bei Witzen stehen mit Beziehungen vorschlagen. Verstehe ich nicht. Ah, das ist auch gut. Das ist auch gut. Wie viele kluge Polizisten gibt es? Keine. Ist ein Brüller. In jedem Gefängnis. So. Aber nee, machen wir hier einmal. Oh, hier. Lol. Passt ja richtig gut. Oh ja, stimmt. Ich kann außerdem. Mach mal Schelm hoch. Danke dir. Ey, die Musik ist nice. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt hört, aber die ist echt nice. Dann ist einfach Bäcker. Crazy. Oh, tiefgründig. Tiefgründig. Ja, Hälfte der Zeit rum und die haben schon den ganzen Scheiß abgeschlossen. Das ist richtig nice. Ah, tiefgründig. Oder was heißt fast? Wobei ist es. Nice Victory-Musik? Wobei, das war eine andere Victory-Musik. Wo war das nochmal? Tiefgründig bei Tiefgründig? Ach ja, stimmt, Tiefgründig bei Tiefgründig. Ach nein, bei Interessen war das mit dem Aktionsplan, glaube ich. Stimmt. Tiefgründig. Ja. Warum auch immer das bei Tiefgründig ganz unten ist, aber ja. Den IQ der Entwickler habe ich oft genug hinterfragt. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu hinterfragen. Machen wir stattdessen einfach weiter mit dem Spaß und der Freude und den Bugs. Also meint Andi mit dem Müll die Beziehung oder meint er damit die irgendein tiefgründiges Gespräch? Ich hab's nicht verstanden. Aber beim ersten kann ich zustimmen, beim zweiten keine Ahnung, was gemeint war. So. Nice! Er redet über mich, let's go! Das kann nur von mir handeln. Let's go. So muss das, Bruder. Ja, dann kann man das abbrechen, das musst du ja zählen. Yes, oder? Nicht? So nicht mehr. Nee, du darfst das nicht abbrechen. Ja, aber früher ging das. Früher ging das, no joke. Das ging früher. Früher konntest du es abbrechen, ich weiß nicht mehr warum. Ah doch, es zählt. Eins und zwei. Es dauert noch ein bisschen. Nice.
Dann kann man es abbrechen direkt. Ja, easy. Nice, nice, nice. Okay, doch richtig im Kopf gehabt. Wusste ich's doch. Ah ja, das Problem ist, ja. Jetzt gibt es hier so ein, ja. Kack hier. Ah. Von Andreas gegenüber Judas. Warum hat deiner nur Gefühle? What the hell? Aufgrund jener Zeit, glücklicher Erinnerung, fühlt sich Andreas eng mit Judas verbunden und verknallt. Andreas kann es sich nicht erklären, aber er ist wirklich verliebt in Judas und ihre Gegenwart lässt das Herz von Andreas schneller schlagen. Ja, ja. Wir wollen eigentlich nur Punkte haben. Ich spiele Punkte. Keine Gefühle, die sind für die Tonne. Also Andi hat das schon richtig formuliert gehabt. Ja. Wir wollten. Was hierbei? Nö. Hier auch nicht, oder? Nö. Hier? Ja, genau. Ja. So. Wobei hätte ich auch was vormachen können, dass ich nicht so lange suchen müssen, aber ist okay. Dö-dö-dö-dö. Nice, nice. Tja, Leute, und so einfach hat Andi sich einen Weltstar geangelt. Das ist doch schon mal etwas. Und naja, Punkte werden auch ordentlich gefarmt. Was uns, ja, im Laufe der Zeit ordentlich weiterhelfen werden wird. So ein bisschen hier. Ah, gut, dass ich hier ein bisschen Roaming habe. Ein bisschen zoomen kann. Er hat so Game crashed. Wir sind von EA, wir sorgen für Bugs und keinen Spielspaß. Aber bitte holt euch weitere DLCs und Games von uns. Ja, wir sehen uns dann mal im nächsten Part, sage ich mal.